ーリン、いつの間に大臣の背中に鍵を。でもカリナの疑いが晴れてよかった。これで安心して船に乗れそうだ。忘れ物がないか確認して船に乗ろう。Ich würde sagen, habe ich jetzt keine Möglichkeit mehr, hier meine Sachen zu machen. Ah, guck mal. Ja, die hat nur Fächer. Die hat jetzt erstmal nur Dolche, okay. Wir haben 16 Stück. Das heißt, wir können bis hierhin auf jeden Fall hin. Wenn die eigene Waffe mit einem Element belegt ist, erhöht sich die Angriff um 20%. Ja, das upgraden wir. Und das auch. Ach so, insgesamt, weil wir insgesamt 16 haben. Ach so. Ja, dann. Vielleicht noch Mutwässer, kritische Treffer an. Okay. Ja, die ist auch eine reine Supporterin. Hm. Okay, ich kann das nicht kaufen, aber das kann er kaufen. Aber ich verstehe jetzt nicht. いらっしゃい。 Oha, das ist eine ganz andere Waffe. Ich denke mal, die gehen noch nicht, weil es eigentlich nicht vorgesehen ist, dass du die Waffe hart. Also jetzt zumindest in dem Zeitpunkt. So, die Frage, hat die jetzt andere Fähigkeiten dadurch? Gar nicht. Ich musste nur freischalten. Die hat sie noch gar nicht. Ich hatte ja nur einen Flügel. Ich muss die Sachen freischalten, damit sie die auch tragen kann. Ach so. Aha. Okay. Tänzerin gewechselt. Jetzt kann sie nämlich auch die Sachen. Oh, müssen wir mal neu kaufen. Jetzt kann sie die auch bestimmt tragen, ne? Ja. Die Trierfäuste am besten sind. Aber die hat sie nicht, die Fähigkeit. Ja, meistens mache ich das eigentlich immer so, dass ich die alten Sachen immer behalte. Warum auch immer. Okay, und das müsste ich auch freischalten, damit ich das nutzen kann. Okay. Ganz anderen Outfit jetzt. Da passt du jetzt gar nicht. Ein ganz anderes Schwert. Hä? Fähigkeiten. Okay, das verstehe ich jetzt nicht. Kann er das eine Schwert nicht mehr ausrüsten? Klasse Runenkrieger. Muss ich da die Klasse für wechseln? Das doch.
Ach, ich bin Runenkrieger, hä? Nee, verstehe ich gerade nicht. Okay, verstehe ich gerade nicht. Und woran das liegt, dass wir das jetzt nicht machen können. So, wir haben zwar die Aufgabe, dass wir jetzt da hingehen sollen, aber ich will die Nebenaufgaben hier noch machen. Die wir noch haben. Vielleicht schaffen die halt auch die Herausforderung. Aber ist das blöd, dass die immer weiter leveln. Wohin müssen wir? Oha, eine Aufgabe ist da hinten. Ich weiß nicht, was heute los ist. Ich muss so viel niesen. Ich habe mich schon gefragt, ob ich eine Allergie habe, aber ich wüsste nicht, so was. Also wenn, das würde mich wundern. Echt, ich kann auf ihn reiten. Ich erinnere mich aber, dass sie nur einen Flügel hat. Vielleicht kommt das eigentlich im Laufe der Story raus, warum sie nur einen Flügel hat. Das würde mich jetzt auf jeden Fall aber ein bisschen brennend interessieren, warum es so ist. So, wir probieren jetzt nochmal die Herausforderung, ich will das schaffen. Kann ja nicht sein, dass das nicht geht. Dass ich es nicht hinkriege. So, am besten direkt auch die Fähigkeit benutzen. Dann machen wir nämlich Schaden und die Zeit bleibt stehen. Was ist das für eine Fähigkeit? Och, gibt's doch nicht. Ah, das ist so viel Gewusel hier. Ich weiß nicht, wie man das schaffen soll. Ne, keine Ahnung, wie man das schaffen soll. Am besten will nicht. Dafür halten diese Ritter einfach zu viel aus. Ah, wir machen die Aufgabe. Gerade noch nicht genau. Was ich hier machen soll. Elemente 2 von 8. Okay.
haben wir denn hier für Lex für Aufgaben? So, Hinweise auf der Karte. Suche in der Steppe. Tu lieber, besiege Monster bei den Kristallschellen. Finde die Hanal in Hollow-Steppe. Was ist das? Das heißt, hier muss die Haarnadel sein. Irgendwo. Aber ich sehe die auch nicht. Das vielleicht? Tatsache. Okay, die haben wir. Die Haarnadel haben wir. Wo ist das? Nicht hier. Die nehmen wir auch gar nicht. Tulip Power in Not. Komm nicht hier. Hä? Aber wie war denn die Aufgabe jetzt? Eine Kristallschellen. Okay, da müssen wir noch weiter zurück. Wo müssen wir hier hin? Müssen wir die eisigen Gebiete wieder zurück? Für diese Aufgabe. So, aber ist nicht so weit. Wind ab. So. Ah, es ist so kalt. Ah, es ist verdammt kalt. Aber ich glaube, ich muss gar nicht weiter zurück, kann das sein? Oh ne, ist fertig. Ah, ich kann da auch wäschen. Vergiss, dass ich wäschen kann. Weiß ich nicht, wie man die packen soll. Vielleicht gibt es ein Item, dass man seine KA auffüllen kann. Aber so jetzt blind? Nee. Das wird nichts. Das wird nichts raus. Sind die Speerspinne davon? Ach so. Will ich gerade, wo die waren? Einfach nur 5 Bienen besiegen. Wird da kein Problem sein. 4 Bienen. Nein, wieso? Oh, ja, ist okay. Dann laufe ich halt aus noch. Einfach nur Bienen besiegen. Okay, sollte ja kein Problem sein. Da ist schon mal eine. ありがとう。
So, und ich weiß, wo noch welche sind. Die holen wir uns jetzt auch. Wir müssen eigentlich hier in der Nähe sein. Eigentlich da, wo der Prüfungsturm ist. Ich will wissen, wie man da hochkommt. Aber ich glaube, da kommt man nicht hoch. Also zumindest nicht wie jetzt. Ich glaube, da ist ein Mechanik, da können wir nicht hoch. Kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Ich würde ganz gerne was auf die Kurve holen. So, dann müssten wir jetzt die Aufgabe erledigt haben, ne? Ja. Schön, dann können wir jetzt auch wieder zurück zur Stadt oder zum Hafen gehen. Dann können wir die Quests abgeben. Ich glaube, ich werde auch nächstes Mal das Ganze auf Performance gehen und nicht auf Grafik. Grafik habe ich jetzt ja eigentlich nur gemacht, damit ich das halt mal vorstellen kann, die Demo. Dieses schöne Spiel. Ich bin erleichtert, endlich ist unser Arbeitsweg wieder sicher. Ja, ein kleines Dankeschön von mir. So. Alles erledigt? Puh, danke. Das ist wirklich eine Erleichterung. Auch wenn es nicht... Auch wenn sie niedlich aussehen. Sahagine sind und bleiben Monster. Das schreibe ich mir ab heute hinter die Ohren. Danke für deine Hilfe. Ich hoffe, du kannst hiermit etwas anfangen. So, dann machen wir jetzt noch die andere. Gehen wir noch die letzte ab. Alle. So. Haarnadel reicht. Also, da ist sie ja, meine Haarnadel. Vielen, vielen Dank. Dieser Nadel ist ein Erbstück meiner Mutter. Ich hatte schon Angst, sie wäre für immer weg. Ab heute gehe ich nie wieder im Halbschlaf spazieren, das schwöre ich dir. So, und wir gehen jetzt aufs Schiff. Vielleicht ist dann die Demo auch zu Ende, ich weiß es nicht. Aber wir gehen jetzt einfach mal aufs Schiff. Wir gehen an Bord. びっくりしたよ。大臣相手に東京があるな。面白かったろ。それにまた会えるなんて思ってもみなかった。あの時は急にいなくなっちゃったからさ。悪い悪い。巫女の旅路を邪魔したくなくてな。新しい仲間もやっぱり巫女なのか？うん、そうだよ。カリナは風の巫女で、モートレアはなんと月の巫女なんだ。 月の巫女は、エテラナが滅んだから、もう選ばれないと思ったのに、そんなことはないんだな。巫女といえばさ、ずっと昔、巫女が魂を捧げない時代があったらしいぜ。え？それ、本当の話？私も初めて聞いた。結構本を読んできた方なんだけどな。ひなちゃんが読んだ本には書かれてないかもな。なんだって。 ずっと大昔。政権が英雄に託された時代の話らしいから。政権？あのおとぎ話に出てくる？ああ、女神から託された偉大な代物。そいつがおとぎ話になるくらい昔の話さ。<笑>そんな大昔では巫女との旅はなかったんだね。 想像もつかないや。 魂の森人、巫女。
今の世界では当たり前のように存在している役割だけど、どうしてこういうもんができたんだと思う？そんなこと考えたこともなかった。オーリン、どうして急にあんな話、森人と巫女ができた理由か。僕にはさっぱりだな。みんなは船旅を楽しんでるかな。ちょっと声をかけてみよう。Ehrlich gesagt habe ich jetzt gedacht, die Demo wäre jetzt zu Ende. Danke aber trotzdem, dass du bei der Sache im Hafen auf meiner Seite warst. Ich mein's ernst. Weißt du, es ist ungewohnt für mich, dass jemand für mich einsteht. Das war irgendwie ganz schön. Ach egal, vergiss, was ich gesagt habe. Ich kann sowas nicht ausdrücken. So, Dana. Ich kann immer noch nicht glauben, dass durch mich bald das Mana nach Eterna zurückkehren wird. Es fühlt sich an wie ein Traum. Um ehrlich zu sein, hätte ich gerne mit eigenen Händen beim Wiederaufbau geholfen. Doch wenn meine Seele der Stadt auch nur ein wenig Kraft spenden kann, dann will ich sie gerne hergeben. Kann das denn, dass wir eigentlich zur Opfergabe für den Mana-Baum sind, dass wir dann die Welt wieder ein bisschen mehr Leben einhauchen? So, ne? Eine Welt ohne Geweihte, das würde bedeuten, dass auch ohne Reise zum Mana-Baum damals kein Dorf zerstört wurde. Aber es ist und bleibt eine Sage. Wir werden nie erfahren, ob sie wahr ist. Konzentrieren wir uns lieber auf unsere Pflicht im Hier und Jetzt. ヒナ、まだ甲板にいるのか。何か見てる。何が起こるかわからない。ここは一緒にいた方が賢明だろう。それと合流する前に準備は整えておいた方がいいかもしれない。備えあれば憂いなし。あ、準備だけはしとこう。Vor allem, ich meine, damals hat den Trials of Mana auch die Tänzer, die Gegenstandshändler für Objekte immer so getanzt. Hina, 大丈夫か? 揺れが怖いなら? ある、私見たの。海に何かいた。Ich bin mal gespannt, was im Wasser ist. Das ist ja nicht so ganz cool, ja. Nami mo zawameki tatte kita so. Aha, der Kraken. Aua! Böser Bossfight. Ah! Ich hab's gesehen. Ich konnte es aber nicht mehr verhindern. Ah! Nee! Ich war Mist. Mm-hmm.
bisschen vorsichtiger sein. Okay, kommt stark von rechts nach links. Ah, okay, oder so. So, der Krach kriegt doch auf die Schnauze. Was macht er jetzt? Ah! Na super. Soll man den denn ausweichen? Dieser Trick. Er taucht ab. Oh Gott, was macht er jetzt? Einfach Schaden zugefügt, so. Mal wechsel hier. Ah, Monster! Das ist ja doof. Dass man die nicht abbrechen kann. Keine Ahnung, wie sich das jetzt verhält. Aua. Hör, macht das sehr viel Aua. Oh, der macht das schon wieder. Da hebt er das Foto. Der saugt uns ein. Und spuckt jetzt wieder aus. Okay. Na gut, mich hat er nicht erwischt, aber die anderen beiden. Au! Oh.
Was kommt jetzt? Nein! Wer hat doch nicht, wer viel? Okay, kein spektakulärer Feinschlag, aber ist okay. Und fast Level up. Dann nehmen wir High Speed. Der Mast ist schon gar nicht mehr da. Okay, das wollte ich nicht lesen. Ah, okay. さっきの戦いっぷりすごかったぜ。前にも言った通り、バルは村で一番の剣の腕なんです。ああ、この目でしっかり確かめられた。しかもあいつを石ころに変えちまうなんてすげえな。生まれつきある力なんだ。でもいつも石になるわけじゃないよ。自分でも詳しくは分からなくて。私も本でいろいろ調べてみたりはしたんだけど。 無理に分かろうとしなくてもいいんじゃねえの？不思議なことなんてこの世にはいくらでもあるさ。さあ、いよいよマーナドール大陸が見えてきたぞ。ヒナ、これからの旅でさっきみたいな化け物が出ても絶対に守ってみせるからね。<笑>分かってるよ。だってバルは魂の守人だもん。 それだけじゃないんだけどさ、今までの巫女たちもマナの木へ向かい魂を捧げた。私たちも同じように未来へつないでいくの。うん、僕がしっかりとヒナをマナの木へ送り届けるよ。トリニア大陸で選ばれた火、風、月の巫女はタルオン海峡を渡り、 水の都エリスタニアへ向かう。都でエリスタニアの王様から洗礼を受け、マナの木までの旅の安全を祈る。それが巫女の習わし。エリスタニアには私たち以外の巫女もやってくる。新しい出会いが素敵なものになりますように。ただ土の村はもうなくて、 土の巫女には会うことができない。土の巫女なき世界はこの先どうなるんだろう。不安もあるけど、初めての景色や人との巡り合い、たくさんの期待が今胸の中にあふれている。 Ja, das war die Demo. Du hast das Ende der Demo erreicht. Was werden wir unsere Helden als nächstes erleben? Welche Abenteuer und Begegnungen erwarten die Geweihten in der Welt des Manas? Des Mana. Wir hoffen, dass du dabei sein wirst, wenn die große Reise beginnt. Ja. Visions of Mana. Ne, die meinte ich. Ne, hier, aus.
Ja, hier links haben wir die mit dem Eichhörnchenschwanz. Sieht zumindest so aus. Und rechts haben wir die Gnomen. Die werden auch noch zu uns stoßen. Dann heißt, wir sind dann zu fünft unterwegs. Wäre natürlich lustig, wenn wir dauerhaft zu fünft unterwegs wären. Aber ich glaube, das wird nicht so sein. Das heißt, man muss wahrscheinlich immer mit jemandem wechseln. Weil es ist ja immer eine Drei-Mann-Party. So. Aber ich verabschiede mich. War auf jeden Fall eine schöne Demo. Bin mal gespannt, wie die Vollversion wird. Ich weiß aber noch nicht, ob ich die kaufen werde, weil zu dem Zeitpunkt auch World of Warcraft kommt. Ist halt recht blöd. World of Warcraft kommt ungefähr genau zur selben Zeit und ich wollte eigentlich mal wieder was Festes haben, was ich spielen kann. Und ich denke mal, das ist eigentlich was Gutes, ne? Ein bisschen Story wieder mit dem Leben von WoW. Aber mal gucken. Werden wir sehen. So. Für YouTube verabschiede ich mich und man sieht sich dann. Ciao.